Guten Tag und willkommen zurück hier bei Cuphead. Es ist jetzt schon der dritte Part, den ich in Folge aufnehme. Und so langsam werde ich ein bisschen müde. Tatsächlich. Aber gut, kann auch am Wetter liegen und nicht unbedingt am Spiel. Keine Ahnung. Okay, gut. Das ist wieder das Geisterspielchen. Nur halt mit neuen Geistern. Hä? What? Aber ich bin auf der Plattform hier gelandet, weswegen er nicht parryen wollte. Aber ich wollte eigentlich parryen. Na, scheiß drauf. So. Dann machen wir halt die ganzen Geister weg, bevor die hier ankommen. Okay, wunderbar. Ja, läuft doch. Läuft doch, kriegen wir hin. Ja, komm, ich dachte, das hier soll eine Challenge sein. Okay, nice. Und da habe ich jetzt auch das Achievement bekommen. Geil. Das wollte ich nämlich eigentlich am Anfang machen. Deswegen habe ich den ein bisschen weiter rankommen lassen. Aber gut, das ist mir direkt zum Verhängnis geworden. Jetzt habe ich es geschafft. 5 Parries hintereinander und ihr bekommt ein Achievement. Ich wusste, dass ich noch etwas Besonderes für euch finde, wenn ich nur lang genug suche. Aber ich wusste nicht, dass ich wieder festsitzen würde. Danke, dass ihr mich ein zweites Mal befreit habt. Nehmt diese magische Superkunst. Ich versuche noch eine zu finden. Jo, dankeschön. Und ja, habe ich es doch gesagt. Diese Mausoleen sind echt der beste Ort. Oder ein ziemlich guter Ort, um das Achievement zu bekommen. Du hast ein neues Super freigeschaltet. Ist zwar ein bisschen blöd, dass man die nur einmal machen kann. Aber hey. Chance direkt nutzen. So, was ist hier? Ihr habt also mit Quadratus gesprochen, dem Wasserwesen auf dieser Insel. Der rechts unten? Das können nur wenige von sich behaupten. Ja, okay. Kann sein, dass wir mit dem gesprochen haben? Keine Ahnung. Ah, hier kommen wir nicht durch aus irgendeinem Grund. Hä, warum nicht? What the hell? Gut, dann gehen wir halt von unten. Achso, Moment. Aber hier ist noch ein Charakter, mit dem wir sprechen können. Hey, wie ich hörte, habt ihr 4-mal hintereinander pariert. Nee, 5-mal. Ihr müsst vor Stolz platzen. Hier habt ihr eine Münze als Belohnung für eure Hartnäckigkeit, Jungs. Ah, okay. Geht nicht alles auf einmal aus. Ja, okay. Krass, eine Goldmünze. Aber nice, damit haben wir auch die Goldmünze und anscheinend reichen 4-mal. Schade, dass er nicht darauf eingeht, dass man sogar 5-mal geschafft hat, aber gut. Scheißegal. Grimm Zündholz in Feurige Reise. Ja, und das ist in der Tat sehr feurig hier. Wie man sich schon hätte denken können, kämpfen wir jetzt gegen einen Drachen. Der auch einiges auf dem Kasten hat. Nicht von der ersten Phase täuschen lassen. Oh shit. Und man muss unbedingt auf den Schwanz unten achten. Okay, da unten kommt er wieder. Ja, schön. Der Jäger macht hier echt nicht so viel Damage, kann er sein. Okay. Ich glaube, zweite Phase, oder? Ja. Jawohl, so ist es.
Und die Phase ist kacke. Die Phase ist echt verdammt nervig. Aber die ist auch... Alter! Ich dachte, die springen immer zu einem. Gut, dann springt halt random. Diese Drecksäcke. Ah, Alter. Okay. Schön. Ja, aber kriegt man doch sehr gut hin. Oh. Und ich glaube, hier ist der Jäger echt kacke. Weil... Ja. Weil wenn man diese Blasen trifft, dann teilen sich die Kugeln auf. Und ich denke, da werde ich dann doch nochmal die Kartätsche wechseln. Nehmen wir die Ladung. Komm. Ich glaube, die Ladung ist ja echt gut. Das Pusterohr, oder wie das heißt, wäre zwar auch extrem gut gewesen. Aber ich glaube, die Ladung möchte ich einfach mal ausprobieren. Okay, schön. Nein. Ah, Alter. Okay. Schön. Nein! Richtig knapp an der Wolke vorbeigesprungen. Schade. Okay, zweite Phase. Ich denke, wir sollten das aber gut hinbekommen. Und hier nehme ich dann doch wieder den Jäger. Damit wir uns hier besser auf die Flammen konzentrieren können. Scheiße, ah, dumm. Okay, ich glaube, das wird nichts. Weil das jetzt ohne Treffer hier zu machen, krieg ich, glaube ich, nicht hin. Ja, aber die Phase haben wir zumindest schon mal. Boah, Alter. Okay. Schade. Die Ladung ist dann doch nichts. Dann müssen wir anscheinend doch das Pusterohr nehmen. Ja, vielleicht ist der Jäger doch ganz geil. Keine Ahnung. Weil, ich meine, dann kann man sich auch besser aufs Dodgen konzentrieren. Dann nimmt man halt wirklich jede Kugel mit, ne? Das ist halt das Problem. Hier muss man sich echt weiter unten positionieren. Sonst hat man nicht wirklich eine Chance, die Kreise zu parieren. Okay. Ja, guck mal, kriegen wir aber echt gut hin. Direkt zweite Phase. Nice. Und hier wieder den Jäger. Schön auf die obersten Wolken draufstellen. Nice. Der springt komplett daneben. Der auch. Okay. Schön mit der Rauchbombe auch immer ausweichen. Okay, jetzt wird es so langsam ein bisschen krass. Aber wir sollten es gleich geschafft haben. Scheiße. Ja gut, 2 HP jetzt in der Phase hier. Oh, Alter. Oh, Alter. Entspann dich. Nein.
Muss darauf achten, wenn er Feuer speit. Nein! Oh, die Dinger spawnen aber auch einfach. Ich finde, das sieht irgendwie weird aus, wie die spawnen. Man kann sich gar nicht wirklich gut darauf einstellen, dass sie spawnen. Ah, kacke, Mann. Ah, guck mal, da haben wir... haben wir jetzt einen Ring mitgenommen, wollte ich sagen. Und dann fail ich direkt. Spring doch! Ja. Ach, Mann. Okay, schön. Geh vielleicht doch weiter unten platzieren? Ja, ja. Da ist auf jeden Fall besser. Boah, Alter. Das war knapp. Auch fast runtergeflogen. Ah, ja, ja. Ja, schön. Schön ausgewichen. Holy shit. Wurde echt ziemlich hart in die Ecke gedrängt. Komm, jetzt hoch. Auf jeden Fall den Damage mitnehmen. Am Anfang. Aber dann zügig hoch. Und immer weit von den Flammen weg. Ich glaube, das ist auch extrem gut. Nein, oh, du Drecksau. Jetzt vorausgesehen, wo ich lande. Scheiße. Ne, der Jäger ist hier absolut kacke. Der Jäger ist leider kacke. Schade. Aber welche Waffe kann man dann gut nehmen? Für die Phase ist irgendwie keine Waffe wirklich gut. Ah. Boah, Alter. Nice. Ich glaube, das Intelligenteste ist echt, sich die Ult zu behalten, bis man in die letzte Phase kommt. Ja, schön. Am geilsten sind natürlich immer die Wolken ganz oben. Wo man da wirklich am weitesten von den Flammen weg ist. Ich bin jetzt direkt zwei hintereinander gesprungen. Sehr assi. Okay. Machen wir aber gut. Ein, ah, oh, was? Och Mann, ey, wenn die direkt hintereinander springen, das ist so asozial. Okay, komm. Müssen wir nur ein bisschen Glück haben, haben wir aber leider nicht. Überleg auch den Lupfer zu nehmen. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Vielleicht sollte ich mich auch wirklich nur aufs Ausweichen der letzten Phase konzentrieren.
und nicht wirklich aufs Angreifen. Weil die ersten Phasen habe ich ja jetzt schon drin. Die ersten beiden. Nur die dritte Phase ist ziemlich kacke mit den Kugeln. Wo geht eigentlich der Jäger hin, wenn man nicht wirklich weit vorne steht? Wird er dann irgendwo hingeschossen? Findet er dann sein Ziel nicht? Okay, schön. Komm. Jawohl. Nein, ah nein, ich hab's doch gerade noch gesehen. Okay, es kam jetzt etwas plötzlich. Scheiße. Nein! Ich hab mich in Abgrund gestoßen. Oh, fuck, Alter. Ja, ich hab das jetzt halt schon länger nicht mehr benutzt, diese Spezialattacke. Ja, aber ich hab mich echt gut gehalten. Das lief doch echt verdammt gut. Einfach nicht zu viel wollen in der letzten Phase. Und dann schafft man das. Auch ziemlich easy tatsächlich. Einfach auch mit regelmäßigen Abständen dann nach oben gehen. Oder nach unten, je nachdem, wie man es will. Wegen dem, wegen dem Feuerspeier. Wollte erst irgendwie Feuerwehrschlauch sagen, aber es ist schon ein Feuerwehrschlauch, aber er speit Feuer daraus. Ist halt eher so ein Feuerschlauch und kein Feuerwehrschlauch. Okay, schön. Ulti. Ah, guck mal, jetzt Spalter. Nein, 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 schieß es doch nicht ab. Oh, bin ich blöd. Man hört das auch, wenn das einsetzt. Nein, komm. Jetzt verarsch mich nicht. Verarsch mich doch nicht. Das waren so dumme Gegentreffer. Scheiße, Alter. Da bin ich jetzt komplett selber schuld. Komm. Mach den. Boah, fuck das ab. Wenn es nicht direkt neu starten will. Oder wenn man nicht pausieren kann, wenn man schon genau weiß, dass man verkackt hat. Boah, wo war das nochmal? War es bei Wii Sports? Oh, Switch Sports auf jeden Fall. Da war das mit großer Sicherheit. Das hat mich ziemlich abgefuckt. Einfach... richtig schlechten Beginn gehabt. Und lässt das Kackspiel eigentlich pausieren.
Ja, jetzt bin ich aber auch echt unlucky, ne? Mit den, mit seinem Kackschwanz. Der jetzt immer in die Mitte kommt. Okay, schön. Wenn man es muss, auch mal mit dem Schießen aufhören, sich ein bisschen mehr aufs Ausweichen konzentrieren und fertig. Und hier in der Phase nicht unbedingt nach ganz oben stellen. Oder man benutzt halt den Jäger. Dann kann man das ruhig machen, aber sonst trifft man ihn halt nicht. Alter. Und wir haben zwei direkt hintereinander gesprungen. Okay. Boah, da. Diese scheiß Flammen. Nein, nein, jetzt nicht. Okay. Ich habe mich schon gesehen, wie ich da ganz unten stehe und von ihm eiskalt getroffen werde. Nein, oh mein Gott, das war dumm. Das trifft ihn aber, glaube ich, trotzdem noch. Ich weiß es nicht. Hat sie noch getroffen? Ich hoffe. Ich hoffe, es hat ihn noch getroffen. Okay, da kommt jetzt Feuer. Wenn er die Dinger spuckt. Bisschen zurückbleiben. Nicht mehr schießen. Und easy ausweichen. Und wenn er den macht, kann man eigentlich auf den Jäger wechseln. Eigentlich könnte man die ganze Zeit warten, bis er Feuer spuckt, ne? Und dann einfach auf den Jäger wechseln und ganz chillig abballern. Boah, Alter. Sogar mit allen drei HP. Klar, wir haben jetzt nicht das Supermeter. Und auch... Aber... Gar nicht? Muss man die normalen, also diese kleinen Angriffe benutzen, oder wie? Oder habe ich ihn gar nicht mit der Attacke getroffen? Mit der Spezialattacke? Hm. Grimm Zündholz, Seelenvertrag erhalten. Und ja, das Parieren ist leider auch nichts geworden. Aber mit allen drei HP aus dem Fight rausgegangen. Tintenfassinsel 3. Jo, was geht? Anscheinend habe ich euch Penner unterschätzt. Ihr habt es den Schuldnern ordentlich gegeben. Geht weiter zur nächsten Insel. Da drüben erwartet euch jede Menge Spaß. Ja, alles klar. Dann gehen wir mal. Diese Testchen haben wirklich Kampfgeist. Sie machen Hackfleisch aus den Schuldnern. Siehst du? Ich wusste doch, dass die beiden etwas Besonderes sind. Na, sei dir doch mal nicht so sicher, Boss. Ich glaube, mit denen stimmt etwas nicht. Entspann dich, Würfel. Wenn diese kleinen Spitze irgendeine krumme Tour versuchen, stehe ich bereit. Na, alles klar. Was ist hier? Oh. Helene Honigtöpfchen in rabiate Waben. Ach, dieser Boss. Ja, aber ich glaube, wir schlendern jetzt nochmal ein bisschen über die Map drüber, weil so viel Zeit haben wir echt nicht mehr. Arr, ihr werdet ein paar Tipps brauchen, um diese Versager Kiel zu holen. Wechselt dazu erstmal eure Bewaffnung. Nicht jede Waffe ist gegen jeden Gegner gleich wirksam. Ja, ich weiß. Wechseln und kombinieren, ihr Landratten. So geht das. Ah, okay.
Okay, hier wäre der nächste Boss. Hier können wir noch nicht durch. Da können wir auch nicht lang. Da wäre auch ein Boss. Was war das denn nochmal da drüben? Hier das rote Haus. Ich habe mich hier schon an das nicht mehr erinnern können. Ich meine, jetzt weiß ich zwar wieder, was das war, aber... Dass ich mich an die Bosse nicht mehr erinnern kann. Naja, komisch. Aber auch egal. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und im nächsten Part geht's dann hier weiter mit Helene Honigtöpfchen. Ja, genau. Geiler Name, ey. Oh Mann. Bis demnächst und ciao. Well, Cuphead and his Pelmug Man, they like to roll the dice. By chance they came upon a devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price.